Italien schlägt Alarm. Zwischen Sonntag und Montag werden 8.500 Flüchtlinge binnen 48 Stunden gerettet. Allein am Montag werden 5.000 Migranten an Bord von 18 Schlauchbooten und 5 kleineren Schiffen von der Küstenwache und von NGO-Schiffen in Sicherheit gebracht. Die Migranten werden an Bord von 14 Schiffen genommen, 6 davon erreichen bereits Häfen auf Sizilien und in Kalabrien. Nach den massiven Flüchtlingsankünften der vergangenen Wochen sind alle Flüchtlingseinrichtungen in Italien heillos überfüllt. Das Innenministerium, das im Gesamtjahr 2017 mit über 200.000 Migranten rechnet, versorgt derzeit bereits 180.000 Migranten. Die italienischen Rechtsparteien gehen angesichts der massiven Flüchtlingsankünfte auf die Barrikaden. Für Aufsehen sorgen die Worte des nationalen Antiterror-Staatsanwalts Franco Roberti. Er warnt am Dienstag vor der Gefahr, dass mit den tausenden Migranten auch fundamentalistische Terroristen nach Italien gelangen könnten.